Moin Moin, ganz schön, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA Online Verstecken. Ja, das ist keine Challenge heute. Ja, okay. Zwei Folgen GTA Online. Aber Alter, ich hab's doch nicht falsch anmoderiert, oder? Nee, überhaupt nicht. Nee. Also, dabei sind die Peter, Bram und Sebastian und meine Wenigkeit. Ich darf als erstes suchen, ich muss aber noch dahin fahren, weil bei mir GTA gerade Online Ewigkeiten geladen hat. Ihr könnt euch einfach schon verstecken. Hier sind die ganzen Corona-Infizierten. Ja, okay. Tönnies. Aus dem Schlacht. Hier, Tönnies. Tönnies, ihr müsst genau euch hin. Alter, jetzt wollen die Stress. Oh, die rennen weg. Nee, ihr dürft das Corona nicht verbreiten. Nein, Leute, bleibt hier. Also die Quarantäne. Zeit von euch läuft, ne? Ja, ach so, ja, keine Ahnung. Ja, ich habe mir gerade Corona eingefangen. Ich habe eh keine hohe Lebenserwartung. Aber wie lange haben wir denn noch? Bis ich da bin oder 36 Sekunden. Ich gehe davon aus, die haben mehr als 36 Sekunden. Ich bin noch auf der Autobahn. Kann man also hier auch rein? Ich Third Person, also der Sucher Third Person, der Verstecker First Person. Und der andere Sucher ist gleich dann Peter. Jo. So, ich bin jetzt am Tunnel bei dem Armeegebiet, nicht Merryweather, das wäre ja falsch. Okay, das heißt, wir haben auf jeden Fall länger Zeit. Ja, ihr habt mehr Zeit, denn jetzt dürfte ich kommen. Okay, irgendwie bin ich noch nicht so ganz happy hier. Wir haben ja schon mal gespielt, aber das ist schon ein bisschen länger her. Muss man nur finden oder schießen? Ne, nur finden war das hier, wa? Nur finden. Ja, finden und erschießen. Gibt beides. Ich finde auch, du solltest mich finden erschießen. Finden oder erschießen. Stimmt. Ich hab Alter, ich fahr schon mit einem R8, ey. Ich hab eine Actionfigur gefunden. Was ist das denn? Die gebe ich doch immer. Das war jetzt belastend. Das war jetzt sehr belastend. Bram, was hast du getan? Gar nichts. Ist alles belastend hier. Muss ich euch sagen, wen ich komme? Ja, das wäre schon nett. Ja, das wäre ganz gut. Okay, ich sag mal so. Ihr solltet euch langsam sehr versteckt haben. Oh, das ist jetzt ein Problem. Sehr versteckt haben. Ja, ich komme, ich bin sofort da. Ich bin gleich am Sägewerk. Oh, fuck! Oh. Peter, bist du gestorben? Nee, ich bin nicht gestorben. Ich glaube, Sägewerk ist runtergefallen. Da kommt ein Zug. Kann ich auf den Zug springen? Jay, sitzt du im Zug? Nein. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Mann, ist das belastend so. Hier gibt's gar keine. Jetzt sehe ich die Stadt. Ach komm, weil ich das Gelände betreten habe, startet meine Zeit, würde ich sagen. Ja. Und ich bin an der Hähnchenfabrik und bin. Wo ist der Eingang? Mehrere. Oh Gott! Ja, komm, ich bin da. Zeit läuft, 15 Minuten. Das ist hier alles scheiße. Alter, ihr habt voll das gute Versteck. Der Weg hier noch. Oh! Hier ich glaube, nichts passiert. Ich finde das immer so schade, wenn man sich irgendwo versteckt, wo der Zuschauer nichts sieht. Das finde ich immer schade. Aber das ist schlecht. Dafür sehen ja die anderen, dafür sieht ja der Rest was. Ja, das stimmt. Beim Sucher und so. Ja, aber das ist doch ein gutes Versteck, Peter. Und ich finde es hier auf dem Gebiet recht schwierig, mich gut zu verstecken. Ich auch. Hat ihn schon jemand gesehen, den Jonathan? Nee. Nee, ich kann noch nicht. Echt nicht? Nee. Nee, ich hab dich nicht mal ankommen sehen. Okay, das ist aber seltsam. Und Jay ist auf einem anderen Server, ich wusste. Ich hab vorher geguckt, ihr wart da vorher da. Achso, ich bin jetzt nicht mehr auf eurem Server. Ja, natürlich blöd. Ohne, dass ich ja mitgekriegt habe. Ah ja. Alles belastend hier, ey. Wenn Jay kommt, dann renne ich einfach weg. Weiß irgendeiner, wo der oh, ist? Oh nein! Nee. Überhaupt nicht. Ah, Lester ruft mich doch nicht an, hab ich voll erschrocken. Ich glaube, Jay ist gerade irgendwo runtergefallen. Das war super schwierig, in Ego-Perspektive sich hier zu manövrieren, sag ich jetzt mal. Ja. Ach, musst du da klettern bei dir? Nein. Das hat nichts mit Klettern zu tun. Ach, du musstest schleichen. Genau. Ah. Wo bist denn du? Bist du gerade beim Zerteilen der Hähnchen oder bei dem Chicken-Schredder? Ich bin beim Verkoster. Wiesenhof hat jetzt auch richtig viele Ausbrüche gehabt, ne? Ey, in Mörs oder war das Mörs oder Neuss? Hier bei uns war doch jetzt direkt auch du wieder bedenken, so ein Fall. Ich bedenken, das wird veröffentlicht in der Woche Wesel oder so. Bis dahin kann noch alles Mögliche passiert sein. Bis dahin ist die ganze Welt wieder. Das ist Lockdown wieder.
Ja. Ey, gut. Lieber nicht. Wo seid ihr denn? Okay, das ist schon mal gut. Ich sag ja, ich habe einfach ein super Versteck. Seid ihr auch auf den hinter den Gleisen? Könnt ihr da auch sein? Nee, das ist. Die Bezäunung geht vorher schon. Also es gibt ein Gleis, was quasi noch in dem Gebiet ist. Und dann kommt ein Zaun. Okay. Also es kommt auf jeden Fall eine Abgrenzung. Auch wenn das vorher nicht so aussieht, als wenn das noch dazugehört, aber. Ich sehe euch ja gar nicht. Die Frage ist, wo bist du denn? Gerade traue ich mich auch nicht, mich zu bewegen. Ich habe scheiß Versteck, aber. In der Hähnchenfabrik. Ja, okay. Ich bin gerade an der Rezeption vorbeigelaufen. Du oder Jay? Ne, ich. Ich wieder scheiße. Jetzt bin ich richtig. Jetzt bin ich gerade in einer richtig scheiß Position. Ist kacke. Was ist denn, was sagst du denn? Also, was kannst du für eine Position haben? Ich sag mal, sehr straßenlastige Position. Oh oh. Straßenlastige Position. Straßenlastige Position ist erstmal. Diese Hähnchenfabrik, die sieht aber auch nicht appetitlich aus, sag ich. Nee, überhaupt nicht. Aber ich glaube, so ist das auch wirklich in Realität. Kann doch nicht sein, dass ihr mich noch nicht gesehen habt. Ja, aber wie gesagt, ich kann dich auch nicht sehen. Ich habe auch gerade versucht, die straßenlastige Position auszukundschaften. Ich sehe die ganze Straße. Ich bin beweglich, ich bin ja schnell. Ich bin beweglich. Ich bin ein Schlangen-Jay. Hab ich aber die straßenlastige Lage sein soll. Auf der Straße. Ja, aber ich hab dich auf der Straße nicht gesehen. Also im Norden kann er nicht sein. Da, ich sehe dich auf der Straße immer noch nicht. Ja, da hätte ich. Ich bin auch nicht mehr auf der Straße. Seid ihr auf dem. Könnt ihr auch auf dem Parkplatz drauf? Ja, ne? Oh mein Gott. Aua. Auf welchem Parkplatz? Ja, das ist ein riesiger Parkplatz. Ja, also. Weiß ich jetzt nicht, wenn er dazu gehört. Ja. Zwischen Schiene und Straße dürfen wir ja. Also, Bram, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich hab sein Auto. Das hab ich schon angefasst. Das hast du schon. Ach, da sitzt du schon drin? Nee, das wäre schon geil, wenn ich mich jetzt in sein Auto gesetzt hätte. Wäre schon cool. Und dann wird er einfach einsteigen, sich dazusetzen und mit dir rumfahren. Muss gar nicht sehen. Das wäre nice. Doch, ich würde ja auf dem Fahrersitz sitzen. Ach, kannst du nicht als. Ach, stimmt, du kannst nicht direkt als Beifahrer einsteigen, ne? Nee. Und Jay hat die Kopfgeldjagd überlebt. Ja, krass, oder? Ja, schon beeindruckend. Wo seid ihr, kleinen Schuppen? Was ist das für ein Geräusch gewesen? Mir ist bestimmt nicht langweilig. Weshalb sehe ich die ganze Zeit die amerikanische Flagge? Das macht mich echt kirre. Also, Jay hat quasi direkt vor der Rezeption geparkt. Mhm. Vor allen Dingen, also das Krasse ist, der läuft die ganze Zeit rum und ich habe ihn noch keinmal gesehen. Ich auch nicht, so groß ist das Gebiet doch gar nicht. Na! Warte mal, hab ich da gerade was gesehen? Jo, da rennt einer rum! Am Eingang! Da Richtung Straße, da wo das Tor ist ungefähr. Ist jetzt jo, da auf dem Parkplatz! Ja, ja. Da rennt er! Ja, ja. Jo, jetzt habe ich ihn endlich gesehen. Der ist ganz verwirrt und rennt wieder zurück und hin und her. Wo ist denn der Parkplatz? Wieder an der Straße. Ja, da an dem Haupteingang. Versuch halt die Autos abzuchecken, ob ihr da drin sitzt, ihr Penner. Da wo du mir vorhin gesagt hast, da steht doch dieses große Chicken. Ah. Weißt du, dahinter ist ein Parkplatz. Und da rennt er so rum. Und jetzt muss ich mich, glaube ich, ganz gut verstecken, weil ich habe das Gefühl, dass Jay in meine Richtung kommt. Ja, das ist jetzt natürlich problematisch. Warum? Bist du in einem dieser Autos? Dann hast du ja nichts zu befürchten. Hätte er dich ja schon längst gecallt. Wenn ich oh nein, Telefon! Wär. Alter, man muss mal Klingelton ausmachen. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wo er ist. Ach, das war lustig. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen shoppen. Könnte mir noch so ein neues Haus oder so, Nein! Wen haben wir denn da? Nein! Okay, wen haben wir denn da? Wo war denn Sepp, ist jetzt die Frage. Ah. Ja, das ist eine gute Frage.
Wen haben wir denn da im Busch? Ich wusste, dass einer von euch sich irgendwo in den hinterletzten Busch verstecken würde. Das war auch das beste Versteck einfach. Da habe ich bei der letzten Folge, als wir das hier gemacht haben, war ich im Busch da. Da warst du auch schon. Ja, leider habe ich die nicht gesehen, die Folge. Interessant. Was ist das denn? Ja, das geht nicht. Okay, dann geh ich mal zum Haupteingang. Wie lange hast du denn noch? 7 Minuten 45. Okay. Alter, was, das heißt noch nicht mal die Hälfte um. Jack, nee, ich bin auch noch nichts doppelt abgegangen. Also Jack von daher. Hat gerade das Gebäude nach oben. Welches Gebäude? Die Leiter. Nördlich am Parkplatz ist er gerade hochgelaufen. Das ist quasi. Ist das das höchste Gebäude? Kann gut sein. Da irgendwo drauf auf jeden Fall. Das höchste Gebäude ist doch die Fabrik, oder nicht? Jetzt wird es auch dunkel. Und er snipert ja gerade. Oder so. Ich glaube, das ist eine Sniper-Rifle, die er in der Hand hat. Wo sitzt du, Penner? Das läuft. Jetzt läuft er wieder ein paar Schritte. Wieder ein paar Schritte. Ich könnte dir so einen geilen Headshot geben, Junge. Wo bist du? Da hast du mich gerade angeguckt. Aber da hast du mich wieder weggedreht. Nee. Okay, Bram. Oh, da hat's an! Wo war denn Bram? Irgendwo! So, Peter. Oh mein, so, Jonathan. Oh, mit dem Kopf zu. Oh Gott! Aua. So, kann ich mal die Map die Frage, aufnehmen. Wo ist Peter? Ist Peter eher am Parkplatz? Oder der hat noch gar nichts gesagt. Ihr habt dich auch noch keinmal gesehen. So. Das ist natürlich dann hart. Nimm mal hier die Map auf. Ah, du nimmst die Map auf? Ja, dann gönne ich mir hier noch ein bisschen die Sicht. Wo sind denn Sepp und Dennis gerade so? Am ich stehe außerhalb des Gebiets. Also auf der anderen Straßenseite auch. Also dementsprechend safe nicht drin. Okay, kann ich euch nicht verwechseln. Nee. Und Sepp steht auch auf der anderen Straßenseite. LKW, chill mal. Hier jetzt eher im Norden oder im Süden? Peter! Jonathan! Wo bist du? Ach, da rennt einer rum. Hoffentlich nicht in deinem Sichtfeld. Ich glaube gerade nicht. Oh Gott. Scheiße, das ist, hier ist nicht gut. Hier ist einmal gar keine Zaunbegrenzung. Da kommst du durch, da kommst du hin. Ja, aber da bist du raus, Jay. Ja? Ja. Alle rennen noch nicht in die Chickenfabrik, Junge. Aber da ist Corona. Okay, und wenn ich jetzt hier von mir aus rechts gehe, also hier östlich, da kannst du auch noch hin. Ja. Da kann man noch hin. Aber das ist doch die andere Seite der Schienen. Genau, das ist die andere Seite der Schienen. Dann nicht, dann. Ach so, also doch nicht. Oh ne, das ist der Zug hier. Geh weg. Muss rüber. Aber auch ein Stress, Leute. Als ob Peter mich auch noch nicht gesehen hat. Wo, in was für einer hinterletzten Ecke chillt der Junge? Peter hat Kräuterbutter gefunden. Ich bin ehrlich gesagt also immer nicht immer an der gleichen Schienen, Stelle, ja. Muss ich sagen. Das ist schon richtig, ne? Immer nur links von den Schienen. Ja. Kommt drauf an, von wo du guckst. Ja. Immer aber nur Peter ist nicht auf der anderen Schienen. Seite. Ja, das klingt richtig. Jetzt bin ich schon mal im Punkt, wo ich mittlerweile alles doppelt abgegangen bin, gefühlt. Du bist sogar schon alles doppelt abgegangen? Ja, hier war ich schon. Außer ich habe Bereiche vercheckt. Kann natürlich auch sein. Also mittlerweile habe ich dich auch schon mal gesehen. Ui, ha. Oh. Kacke! Oh Mann! Was denn das für ein Geräusch? Hast du das da gerade, Peter?
Das ist jetzt vielleicht nicht das beste Versteck aller Zeiten. Doch, Peter, das ist super gut. Es gibt eine Situation, da ist das Versteck optimal. Wie lange hast du denn noch, Jay? 1:20. Oh, das ist nicht mehr so viel. Nee. Hä, wo ist denn die Leuchtpistole? Unter Pistolen da. Oben. Ja, da gibt natürlich Sinn. Weh, du schießt mich jetzt ab. Kann ich mich angucken? Oh, jetzt ist aber richtig Riot hier. Es geht sogar bis zur Straße, krass. War schon krass, ne? Hast du die Leuchtpistole gesehen, Jay? Jay, du musst ihn finden, nicht töten. Da komm ich nicht dran. Ja, ich seh den, ich weiß, wo der ist. Ich komm da noch nicht dran in den 30 Minuten, Sekunden. Nee, Peter, er kommt da nicht dran, wo du bist. Hä? Aber der muss ich doch nur sehen. Ja, aber er sieht dich nicht, weil Peter höher ist, also. Hä? Der muss sich doch nur 2 Meter, wenn er unter mir ist, muss er sich oh doch nur. Oh Gott! Ja, Peter, vielleicht weiß er nicht, wo du bist. Vielleicht denkt er nur, du wärst da. Der denkt nämlich. Zeit ist rum. Fuck! Der denkt, du wärst auf dem Vorsprung über dir. Der ist aber da drunter, Jay. Komm mal hier zum Haupteingang, da siehst du es super gut. Du bist vorhin unter ihm durchgelaufen. Ich weiß, irgendwo sitzt der hier. Wo bist du denn? Das sehe ich nicht. Ich bin auf der anderen Seite der Straße. Ach, hä? Aua. Fuck. Jetzt bist du tot. Ja, ich wurde abgeschossen von der Polizei, weil ich halt vielleicht mit Granaten geworfen habe und so. Der ist aus dem Geländer da an der Wand von der Fabrik. Ja! Da hab ich doch die ganze Zeit geguckt! Hä? Ja, aber du hast die Granaten hingeworfen. Ich bin überall gewesen, ich bin auch zwischendurch mit dem Zug mitgefahren und dann wieder irgendwo hingerannt und. Also, ich hab jetzt die ganze Chicken-Fabrik gesehen. Oh, Peter! Wo bist du denn da? Also, ich war oben auf dem Vorsprung einfach. Jetzt ist er weg. Also, siehst du mich jetzt oder ich schieß genau dahin, wo ich war? Hä, ich seh. Genau, da. Da oben hab ich dich nicht gesehen. Ja, von der Position, wo du warst, steht Peter, glaube ich, in deinem Schatten. Belastet. Ja, komm, schieß mich ab. Alter, wie schlecht schießt. Ja, okay, 2 habe ich immerhin gefunden. jetzt muss Peter erstmal alle 3 finden. Jo. Okay, eure Minute läuft in 3, 2, 1, go. Okay. Raus aus der Ego, runter vom Ego-Trip. Ich dachte, hier kann man hoch. Okay, dann ist es aber belastend. Da gehörst du hin. Ah ja, okay. Ich nehme den Sniper und hau ich damit gleich weg. Außer, ich sehe euch nicht. Mach mal nicht, Peter. Was auch sehr gut sein könnte. Peter Rhymes, ey. Doppel-D-Diktator wieder am Start. Ja, da ist er kurz durchgekommen. Dann haben wir noch? Durchgegangen. Ihr habt doch 25 Sekunden. Wo bist denn du so ungefähr, damit man weiß, wo du. Auf der anderen Straßenseite gucke ich gegen eine Wand. Achso, okay. Ihr habt noch 15 Sekunden. Okay. Ah, hier ist doch, glaube ich, ganz geil. Kann man sich denn hier so verstecken? Das sieht alles sehr belastend aus. 5, 4, 3, 2, 1. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Boah, ist das dunkel. Ich werde bestimmt gleich direkt sterben. Echt nicht. Bist du schon rübergelaufen, Peter? Nee, ich bin noch nicht rübergelaufen. Ich habe mich erstmal umgeschaut, mein Freund. Ah. Siehst du den Polizisten, der da steht auf der Straße und sie gerade fast vom LKW überfahren wurde? Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Bis wo geht denn die Chicken Mania? Siehst du, wie der da immer noch steht? Nee, sehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Kacke! Oh! Boah, ich hoffe, ich bin ja noch drin. Was ist das denn hier? Ja, der ist jetzt losgelaufen. Ja, ja.
Siehst du den Polizisten, der genau vor dem, der jetzt gerade den LKW angehalten hat? Nee, sehe ich dich. Ja, nee, dann sehe ich das auch nicht. Peter, bist du nah an der Straße? Ich bin nah an der Straße. Geht dich gar nichts an, wo ich bin, Sebastian. Peter, hast du gesehen, wie der Polizist jetzt weg ist, aber der LKW weitergefahren ist? Was ist das eigentlich für ein Stau? Achso, nur wegen dem Helikopter, okay. Aha. Oh, die Dunkelheit macht mir ein bisschen zu schaffen. Hat einer einen Plan, wo Peter ist gerade? Nee. Au, 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 au. Also an der Straße dann nicht, und auf dem Dach sehe ich ihn auch nicht. Das heißt nicht, dass er nicht auf irgendeinem Dach sein kann. Darf man das Civi, darf man dieses Scharfschützengewehr nutzen zum Zoomen? Als Verstecker? Ich hatte das gemacht. Okay. Ach, jetzt. Dann ja. Dann ja. Ja, ich hab's nicht gemacht, aber ist ja okay. Hatte dich damit ja angeguckt, während du mich abgeschossen hast. So. Hm. Peter. Ja. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die richtig dumm weiße Lettern genommen haben, um dann ihren Chicken-Namen zu schreiben auf eine Backsteinwand an so einer Lagerhalle? Das ist schon belastend, oder? Wieso ist das belastend? Ja, das sieht man. Das, ich finde, der Kontrast ist nicht so krass, dass man halt vernünftig lesen kann. Oh Gott! Ja, das Hühnchen ist auch echt hässlich. Und ich frage mich halt, warum... Jonathan, wo bist denn du? In welchem Bereich? Ich habe möglicherweise ein Auto versucht zu knacken. Da ist gerade die Alarmanlage angegangen. Oh. Oh. Okay, wo seid ihr, Penner? Ich weiß aber nicht, ihr habt das überhaupt nicht gehört. Peter ist gerade an dem großen Zeichen vorbeigelaufen. Ach, an dem großen Hühnchen? Nee, an dem großen, also das ist auf dem Boden auf dem Parkplatz, aber an dem großen Sign, wo, was steht da drauf? Bell? Das ist, sag ich doch, wegen dem schlechten Kontrast kann man gar nicht richtig lesen, Peter. Chicken Bell wahrscheinlich. Nee, das geht mit B los. Bei Erbsenhirn oder so steht da. Bei Erbsenhirn war das. Peter, hast du denn auch alle Farben der Autos gemerkt auf dem Parkplatz, ja? Naja, hab ich nicht. Und du läufst jetzt Richtung Schienen einfach. Ja, gut, dann läufst du halt weiter, ist okay. Ich schon mal wusste, dass man auf das große Haus auch drauf kann, wa? Ja, das, sicher bin ich mir da nicht. Also jetzt, wo du das sagst, okay. Kann gut sein. Peter will da gar nicht drauf. Wie ist das denn, wenn ich jetzt die Autos mit einer Leuchtpistole anschieße? Explodieren die dann schon? Nee, brauchst du ein paar Mal, glaube ich, für... Ich glaube, die brennen dann, fangen dann erst langsam an zu kokeln und dann... Wenn das überhaupt geht, dass sie dann explodieren, ich weiß nicht. Okay. Also ich kann es nicht sagen, auf jeden Fall rennen die Leute weg. Du hast zumindest schon meine Richtung geguckt. Ob du mich angeguckt hast, weiß ich nicht. Na, das ist ja schon mal was. Na, ist doch schon mal was, wa? Ja, der ist im Norden auf jeden Fall. Also, wobei, jetzt gerade sehe ich ihn nicht. Das heißt, er kann vielleicht gerade Richtung Süden unterwegs sein, hart. Aber er war im Norden. Aber oh, beim kommt Parkplatz. Der Zug? Komm, ich war Peter, auch mal siehst mit dem du den Zug mit Peter. Nee, ich sehe den Zug tatsächlich gerade nicht. Chuchu. Bist du in der Lagerhalle drin, Peter? Geht jetzt so lange auf den Sack, bis du mir sagst, wo du bist. Meine Hände sind voll sweaty, ey. Peter, auf der Gegenseite, gegenüberliegenden Seite von der Straße ist ein Motel. Ja, sollen wir beide da mal reingehen und ein Stündchen überbringen? Nee. Bob Ramm, wenn du jetzt auf diesen LKW da schießt, den Tanklaster, der da steht, ne, da könnte aber auch richtig Feuerwerk geben, ne? Das wäre belastend, wenn ich da jetzt drauf schießen würde. Voll geil. Ich würde mit hätte ich, drauf schießen. Ich würde Feuerwerk. Oh, Peter rennt gerade über den Parkplatz. Peter, hast deine Parkgebühr nicht bezahlt? Nee, ich musste nur mal schnell kurz zum Auto rennen. Da ist keiner. Wieso? Na, wobei, das weiß ich nicht. Da bin ich nicht. Ich weiß nicht, ob da keiner ist. Ah, jetzt rennst du Richtung Schienen. Da links von dir, Peter. Siehst du die roten Container? Links von dir rote Container? Nee. Nicht? Hab ich gerade jemand anders gesehen? Nee, mich nicht. Mich nicht. Da hinten sehe ich rote Container, aber die sind... Nee, die Ölfässer meinte ich, diese Öl... Ach so, die, ja doch, die sehe ich. Ja, okay, cool. Nee, dann warst du der Richtige. Ich wollte nur sicher gehen, dass du der Richtige bist. Dass du der Richtige bist? Oh. Ja, dass die Figur, die ich gesehen habe, halt auch Peter ist und nicht halt jemand anders. Das ist aber lieb von dir. Ja.
Nachdem ich schon gesagt habe, wo die steht. Hey, ne? Schon ein großes Gebiet, muss ich sagen. Also Peter, ich kann dir sagen, jetzt kann ich dich auch nicht mehr sehen. Das wenn du da in die Richtung läufst. Das ist schon interessant, oder? Wieso kannst du mich nicht mehr sehen? Peter ist auch nicht wie Jay an jedem Auto vorbeigelaufen, hat sich das angeguckt. Guck mal, da kommt die Leuchtpistole, die liegt jetzt auf dem Parkplatz. Ja, die habe ich gesehen. Und wo kam die her? Hast du auch die Flugbahn gesehen? Ungefähr. Na, immerhin. Na, immerhin. Kommt schon wieder hinzu. Oh, meinst du, ich schaffe das von hier aus bis zum bis zum Parkplatz zu schießen? Ich probiere es mal. Oh, nee, lange nicht. Okay. Ich hab das Ding nicht mal gesehen. Nee, das ist auf... Nee, das... Also... Das ja, ist ganz auf jedes Frage Auto ist, wo ist Peter angucken. Jetzt? Ne? Ist ganz wichtig. Jedes Auto angucken ist ja voll stressig. Weißt du? Ich habe jedes Auto angeguckt, weil ich mir dachte, da könnte ich einer drin sitzen. Ganz am Anfang wollte ich mich in ein Auto setzen. Da saß ich sogar in einem Auto. Und dann habe ich mich entschieden, dachte mir so, nee, Kummer. Peter guckt bestimmt nicht in jedes Auto. Was ist mit Kummer? Ich glaube, Peter ist nicht mehr am, am Parkplatz, Bram. Ich glaube, er klettert gerade die Scheune hoch. Was denn für eine Scheune? Ja, die Produktionshalle, die große. Als ob. Ah. Ja, doch. Ich habe da was gesehen. Wenn das keiner von euch war, dann war das Peter. Dann laufen wir Peter jetzt mal hinterher. War Spaß, Peter, Spaß. Oder nicht? Wieso kann ich da nicht reinspringen? Ah, ich weiß wo du bist, an dem Fenster, wo man nicht rein What kann. What the fuck? Könnte sein. Oh shit! Ist runtergefallen. Oh, geht das? What the fuck? Nee. Nee, Moment, da machen wir nochmal. Ja, was machst du denn da? Fällst du mal vom gut. Dach oder was? Alles gut. Oh, wer klettert denn da gerade eine Leiter hoch? Das bin ich. Ich wollte gerade sagen, das bin du? Ich aber nicht. Oh, dachte, Peter. Nee, ist schon okay. Na, Peter ist bei mir jetzt. Der ist nicht mehr bei euch. Ah, ist jetzt im Süden der Halle? Ja. Dann gucke ich mir jetzt mal detailliert jedes Auto hier an. Da, wo das Fenster ist. Hui! Nee, machen wir mal nicht. Wie lange hast du noch, Peter? Ich bin jetzt bei 8 Minuten 38. LOL! Standst du die ganze Zeit hier? Nein! Ich stand die ganze Zeit hier! Ich weiß, ich bin hinter dir! Als ich gerade LOL gesagt habe, dachte ich, das wär's. Ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, das ist jetzt aber nicht so gut, Leute. Scheiße. Wir haben euch beide gesehen. Ja oh Mann, ey. Ich wollte nur Jays Reaktion sehen, wenn ich einfach... Oh, Mann. Peter ist einfach bei mir gestorben. Nee, Bram, aber... Kacke. Bram, ja. Oh, Mensch. Ich mach wieder die Kamera, die Ah, verdammt. Okay, das ist belastend. Ach, warum? Wo wart ihr denn jetzt? Uff, bei dem Autos? Wart ihr da die ganze Zeit in den Büschen? Ich ja, ich stand die ganze Zeit quasi bei dem Chicken Ding da in dem Busch drin. Ja, okay, da habe ich aus der Ferne drauf gezoomt, aber ich konnte dich da nicht sehen tatsächlich. Weil das war meine Theorie, weil du mich nicht mehr gesehen hast, als ich auf dem Dach war. Das hat für mich keinen Alter, Sinn das war echt der Schock meines Lebens, gerade als Bram neben einfach erschossen wurde. Holy schmoly, ey. Bram, ey, was für eine Fehlinformation, der wäre im Süden. Das war eine Frage. Ist das der war dann im schwach Süden? Von dir. Ich war aber tatsächlich im Süden. War ich habe vom auch. Süden aus gesehen, also... Täuschende Leistung. Ja, gut, aber das heißt, er war sogar im Süden. Das heißt, er war da, wo ich gefragt habe, ob er da sein könnte. Oh, Pixel Pete, da ist Peters Tankstelle. Na, was soll das sein? Eine Tankstelle? Boah, ist dieses Gebiet riesig. Nee, Fun Times Arcade. Jo, das ist wirklich von Peter. Arcade-Halle. Cool. So, Arschlecken-Feuerwerk. Was? Und Jay will endlich die Autos in die Luft sprengen.
Yo, jetzt geht's los. Das hat ganz schön Bumm gemacht, ey. Das glaube ich. Das explodiert da immer. Alter. Aber der große Tanker ist noch nicht explodiert, glaube ich, oder? Hä? Da habe ich doch die Granate genau drauf fallen lassen, während ich da drauf stand. Ja, da ist, glaube ich, noch einer jetzt. Als ob. Oder die rammen das gerade alles weg. Alter, habe ich mich gerade erschrocken vor dem Schatten der Wolke. Alter. War ja gar nicht Peter. Schon ein krasser Schatten, wa? Ja, ohne Witz. Auf einmal... Ich dachte, jetzt kommt hier Peter um die Ecke gesneakt. Zum Glück nicht, ey. Wie Jada jetzt die ganze Zeit Kacke machen, das finde ich gut. Oh, Alter! Oh ja. Oh nein! Die Ambulanz ist da! War ja, ist ja, hab ich doch die Steps gehört. Ich habe kurz überlegt, ob ich springen soll oder nicht. Aber, oh Mann, ey. Ich bin direkt, ich stand ein Millimeter hinter dir. Ach, Kacke, ey. Nice. Ja, hast du alle gefunden, Peter. Starke Leistung. Stimmt, hab alle gefunden. Ich bin bei 12 Minuten. Nice. Der Sepp, wie er dann einfach hier stand, kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war mal wieder eine Folge Verstecken. Wo ich gegen Jonathan gesiegt habe. Der gerade ganz viel Unfug treibt. Ich wurde einfach nur plattgefallen, ich mach gar nichts mehr. Ja, ich mach gar nichts. Der eine Typ geht voll komplett weiß gerade hier. Ich mach nichts. Ja, das war mal wieder eine wundervolle Folge Verstecken. Wir danken vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.